Hallo zusammen, heute schauen wir uns die Philip Morris International Incorporation an. Hier seht ihr aktuell den Google Finance Ticker, den könnt ihr in Google Search gerne eingeben, dann seht ihr auch den aktuellen Aktienkurs der Philip Morris International. Hier sind wir der Income Statement Cashflow Seite, also Umsatzseite, Bargeldseite. Wir sehen ja, dass der Umsatz in dieser Zeitperiode nur um 19% gesteigert wurde. Bruttomarge, Rohertrag auch um ca. 19%, aber das Betriebsergebnis, also Operate Income, nur 1,6% höher liegt, wie aus dem Jahr 2018. Den höchsten Wert hatten wir im Jahr 2021, wobei der Umsatz hier um ca. 4 Milliarden US-Dollar weniger war, wie aktuell im 23er Jahr. Denn auch aktuell 23 haben wir den höchsten Umsatz. Vor der Steuer minus 2%, nach der Steuer minus 1%. Das heißt, wir haben auf alle Fälle nettomäßig weniger über wie im Jahr 2018, obwohl der Umsatz ca. um 6 Milliarden höher liegt. Höchster Wert umsatztechnisch. Nettomäßig hatten wir den höchsten Wert im Jahr 2021, auch vor der Steuer. Freier Cashflow minus 2%. Was fällt mir auf? Wir sehen, dass die Dividende vom freien Cashflow nicht mehr bezahlbar ist, aktuell 23, obwohl der Umsatz am höchsten Peak ist. Bargeldmäßig Abgang von 53%. Und wir sehen, dass Jahr 22 bis zum Jahr 18 Dividende vom freien Cashflow immer bezahlbar war, aktuell aber nicht. Hier sehen wir auf alle Fälle die Umsatzentwicklung, hoch, 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 höchster Wert, nettomäßig runter, hoch, hoch, runter und runter. Wir liegen nun unter dem Jahr 2018. Hier der Umsatz pro Aktie, Dividende pro Aktie und freier Cashflow. Wir sehen auf alle Fälle, dass die Earnings per Share zum Dividende, das Payout, über 100% liegt. Auch zum freien Cashflow liegen wir 1% über 100%. Ist eine Frage, ob die Dividende noch gesteigert werden kann in der Zukunft. Und ob der freie Cashflow wieder höher wird, damit das Payout wieder unter 100% liegt. Denn aktuell liegen wir über den 5-Jahres-Durchschnitt bei beiden Faktoren Earnings per Share und freien Cashflow. Das heißt für mich mal, Achtung, wir müssen schauen, umsatztechnisch höher, höchster Wert in dieser 6-Jahre-Übersicht, aber nettomäßig nicht und freien Cashflow nicht. Hier die Marge. Wir sehen auf all, dass die Marge in dieser Zeitperiode von 18 bis 23 fast identisch ist. Der höchste Wert war im Jahr 21 und wir liegen aktuell unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Auch Operate Margin sehen wir höchster Wert 21. Nun liegen wir sogar unter dem Jahr 2018 mit der aktuellen 23er Bilanz und wir liegen auch unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Profit Margin, höchster Wert im Jahr 21, aktuell liegen wir auch unter dem 5-Jahres-Durchschnitt und unter dem Wert vom Jahr 2018. Das heißt, die Kostenstruktur hat sich auf alle Fälle erhöht gegenüber dem Jahr 2018. Und auch der freie Cashflow ist um 17% weniger wie im 5-Jahres-Durchschnitt, was auf alle Fälle mal auch kein gutes Zeichen ist. Hier die Bilanz, Passivseite. Wir sehen hier, die Verschuldung wurde erweitert, auch die Kurzmöglichkeiten wurden erhöht und die Gesamtverschuldung auch. Eigenkapitalmäßig sehen wir einen Zuwachs von 9%, aber in dieser gesamten Historie war das Eigenkapital im negativen Bereich. Wir sehen auch hier die Bilanzsumme am höchsten Wert aktuell. Warum? Weil die Verschuldung sich erhöht hat und das Eigenkapital höher ist wie im Jahr 2018, aber immer noch negativ. Und die Aktienstückzahl wurde leicht reduziert, man könnte sagen nicht reduziert, aber es sind 0,3%. Und der Buchwert pro Aktie war immer im Minus und wir liegen nun zwar nicht auf dem tiefsten Wert, aber wir liegen im negativen Bereich. Hier sehen wir die Gesamtverschuldung und wir sehen, die Gesamtverschuldung ging hoch, runter, hoch, hoch, höchster Wert. Eigenkapital war immer im negativen Bereich. Die Bilanzsumme ist auch nun am höchsten Wert. Eigenkapital war immer negativ. Das heißt für mich, die Schulden werden mehr und der freie Cashflow ist nun auch nicht mehr so hoch, dass die Dividende bezahlbar ist. Hier Kreditwürdigkeit. Wir sehen, aufgrund des negativen Eigenkapitals haben wir hier nicht die 30%-Hürde überschritten. Aber wir sehen auch hier,
Faktormäßig liegen wir nicht unter dem Dreierfaktor. Der beste Wert war im Jahr 21 bei diesen zwei Faktoren. Aber aktuell liegen wir drüber. Das heißt, Kreditwürdigkeit ist auf alle Fälle mal aktuell von dieser Zahlenfaktoren nicht gut. Wachstum oder Schrumpfung, die Dividende wurde um 3% bei Anno erhöht. Das Eigenkapital wurde vom Minus aktuell auch noch im Minus, aber nicht mehr so stark im Minus. Und der Nettoumsatz wurde um 3,5% erhöht. Mal sehen, wie es 24 aussieht, ob der freie Cashflow wieder höher ist wie die Dividende. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Nicht vergessen, Glocke zu aktivieren. Das Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Lasst uns gemeinsam über die Philip Morris International diskutieren. Wo seht ihr aktuell den fairen Wert dieser Aktie? Ist der Kurs nun sehr günstig oder ist der Mitbewerber, der nur in Amerika tätig ist, die Firma Altria, ein besseres Investment? Hier sind wir die Finanzdaten. Wir sehen hier Bilanz 22, Bilanz 23. Wir sehen hier schlechtere Daten, hier auch und hier auch. Das heißt, die 23er Bilanz ist schlechter wie das Jahr 2022. Preis-Sales-Feld ist auf alle Fälle mit über 3 sehr hoch. Hier gab es keinen Wert, da wir kein Eigenkapital haben. Hier auch nicht. Das heißt für mich mal generell, wir müssen warten, bis der Aktienkurs sinkt, damit wir hier auf den Faktor 3 kommen. Das heißt, der dreifache Umsatz pro Aktie. Hier haben wir den aktuellen Kurs an der New York Stock Exchange, also in Amerika, $94. Hier sehen wir die Marktkapitalisierung und das Enterprise Value. Differenz ist die Nettoverschuldung. Wir sehen, die Verschuldung ist auf alle Fälle auch ca. 74 Milliarden US-Dollar. Die Earnings per Share aktuell 23er Bilanz, $5, KGV ca. 19. Wir sehen, im 5-Jahres-Durchschnitt liegen wir auch sehr gut. Wir liegen unter dem Faktor 22,5. Das heißt, der Aktienkurs ist im 5-Jahres-Durchschnitt sehr gut, aber aktuell liegen wir höher, da die Earnings per Share niedriger sind. Also wir sind sogar niedriger wie im Jahr 18. Dividendenrendite 5,4% aus der Bilanz 22. Hier sehen wir aktuell den Monatschart. Mal schauen, was der uns aktuell mitteilt. Im Monatschart fällt mir schon generell mal auf, hier die lange Unterstützung bei ca. 87 US-Dollar. Und wir sehen einen Widerstand im oberen Bereich bei 110 und den zweiten Widerstand auf Monatsschlusskursbasis bei 103. Das heißt für mich, wir laufen mal zwischen diesen beiden Werten hin und her. Wir sind aktuell im mittleren Bereich dieser zwei Werte bei ca. $95. Gehen wir rüber raus, schlusskursmäßig können wir die 103 wieder antesten. Fällt der Kurs drunter, können wir die 87 antesten. Im schlimmsten Fall, wenn die 87 zwei Monate drunter geschlossen hat, können wir die 80 wieder antesten. Also auf aktuell läuft der Aktienkurs hier seitwärts seit 2022, 23, also fast 2 Jahre sind wir hier seitwärts gefangen. Hier sehen wir vor allem die fairen Werte aus der Bilanz 22. Wir sehen hier vom Nettozuwachs, der 3,5% ist, den fairen Wert bei 87 und hier bei 79. Das heißt, wir liegen ungefähr in der Nähe des fairen Wertes vom Nettoumsatz. Freier Cashflow ist in der oberen Range bei ca. 95, also wir liegen ungefähr hier beim fairen Wert vom freien Cashflow und hier haben wir auch den Widerstand. In der Bilanz 23 mit den höheren Earnings per Share, aber schlechter wie im Jahr 2018, ist der faire Wert bei 75. Da liegen wir nun aktuell kursmäßig drüber und vom freien Cashflow bei 76. Da müssten wir noch weiter fallen und die Unterstützung muss auch gebrochen werden, damit wir tiefer fallen können auf diesen fairen Wert. Simulation, falls der Umsatz um 2% gesteigert werden kann und auch der freie Cashflow um 2%, hätten wir im Jahr 2018 einen fairen Wert von 70 US-Dollar und auch beim freien Cashflow von 70 US-Dollar. Das heißt, aktuell ist der Kurs drüber, aber wenn wir seitwärts laufen die nächsten 5 Jahre, können wir die fairen Werte, wenn wir mal die Seitwärtsrange nach unten durchbrechen, erreichen. Die Analysten haben ein Target-Ziel von 106 US-Dollar. Das wäre die obere Range, der kurze Ausbruch nach oben der Seitwärtsrange. Also ich würde mal sagen, entweder laufen wir weiter seitwärts oder wir brechen nach unten durch und sehen tiefere Kurse. Goodwill hat die Philip Morris International auch. 16 Milliarden ist das Goodwill. Das heißt, eigentlich hätten wir ein negatives Eigenkapital von 28 Milliarden. Das heißt für mich mal, die Bilanzsumme würde noch geringer werden, wenn wir das Goodwill abschreiben.
Hier sehen wir auf alle Fälle mal den Wochenchart und im Wochenchart sehen wir auf alle Fälle hier die 86 Unterstützung. Hier wurde es auch mehrmals getestet, wieder hochgekauft sogar. Und hier der Widerstand bei ca. 103 US-Dollar. Und wir sehen auf alle Fälle auch MACD, wir sind wie unter der Nulllinie, also eigentlich eher abwärts gerichtet. Gehen wir über die 97 hinaus, können wir hochlaufen auf die 103, dann hätten wir den nächsten Widerstand. Wann wird es für mich ganz positiv? Wenn wir über die 109 hinausgehen, fällt der Kurs unter die 87 wieder runter und wir bleiben mehrere Wochen drunter. Oder wir können ein Tief, also bei 82 US-Dollar durchbrechen nach unten, dann sehen wir wahrscheinlich die Fernwerte aus der 23er Bilanz vom freien Cashflow, die 70 US-Dollar. Conclusion, Fazit. Wir sehen, der Umsatz konnte um 19% gesteigert werden. Wir liegen sogar in dieser Zeitperiode am höchsten Umsatz, aber nettomäßig haben wir einen Rückgang von 1% und wir liegen unter dem Nettoumsatz vom Jahr 2018. Das heißt für mich, umsatztechnisch konnten wir mehr Umsatz generieren, könnte auch geschuldet sein aufgrund der Inflation. Wenn wir die Inflation herausrechnen, müssten wir schauen, wo wir dann generell liegen. Aber nettomäßig haben wir diese Steigerung nicht mitgemacht. Das heißt, die Produktionskosten, Löhne und Gehälter sind höher geworden und wir haben dann nettomäßig weniger über. KGV mit 19 ist auf alle Fälle sehr gut, auch im 5-Jahres-Durchschnitt. Aber wir sehen, dass der Umsatz pro Aktie niedriger ist wie im 5-Jahres-Durchschnitt, sowie auch die ganzen Margin sind auch niedriger im 5-Jahres-Durchschnitt. Die Profit-Margin ist auf alle Fälle mit 22,16 gut, aber unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Auch diese Werte sind negativ gegenüber dem Jahr 22. Das Preisziel mit 4 ist auf alle Fälle hoch. Also wir haben aktuell ist das berechnet, der vierfache Umsatz pro Aktie. Das heißt, wir kaufen ja sehr teuer ein aktuell. Optimal wäre alles unter 3. Und im Monatsstart sehen wir auf alle Fälle, laufen wir seitwärts zwischen der 102 US-Dollar und 87 US-Dollar. Würden wir diese Zone nach unten verlassen, was ja auch passieren kann, bei einer langen Seitwärts-Range wird irgendwas abgebaut und wir könnten nach unten durchbrechen. Und wenn wir auf die 72 Dollar fallen, hätten wir den Fernwert vom freien Cashflow aus der Bilanz 23, was auf alle Fälle mal gut wäre, um diesen Kurs anzusteuern, damit auch die Dividendenrendite wieder höher wird, wie der Mitbewerb Altria oder British American Tobacco. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen.